Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei Regio TV. Dass Wohnungsbesitzer verschimmelte Löcher zu horrenden Preisen vermieten, ist menschenunwürdig. Das Wohnungsaufsichtsgesetz hätte da Abhilfe schaffen können. Das wurde allerdings im Jahr 2008 aufgehoben. Jetzt will die SPD die Gemeinden wieder zu dieser Wohnungsaufsicht ermächtigen. Eigentum verpflichtet schließlich. Ob das wirklich so ist, dass Wohnungen ohne Wasser und ohne Strom massiv vermietet werden, halte ich für absolut fragwürdig. Generell bin ich der Meinung, sowas muss der Markt regeln. Und vor allem meine ich, wenn wir mehr Wohnungen brauchen, wenn das Wohnungsangebot verknappt ist, dann kann der Staat dafür sorgen, dass mehr Angebot da herrscht, zum Beispiel durch bessere Abschreibungssysteme. Das klingt auf den ersten Blick sehr gut. Wir sind aber der Meinung, man sollte die jetzige schwierige Situation nicht ausnutzen. Wir Freien Wähler, mit den kommunalen Spitzenverbänden und auch mit den zuständigen Verwaltungsbehörden einig, dass das bestehende Gesetz eigentlich ausreichen würde. Und von daher haben wir uns verständigt, man bräuchte mehr Personal, um die Dinge dann auch zu melden, wenn hier etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Also von daher keine Gesetzesänderung, sondern einfach mehr Personal, um auch die Bürokratie möglichst niedrig zu halten. Über 80% der bayerischen Gemeinden haben Fördermittel für schnelles Internet beantragt. Doch die CSU will, dass damit in erster Linie die heimische Wirtschaft in den Gewerbegebieten versorgt wird. Betriebe sollen also bevorzugt beschleunigt werden. Geht das auf Kosten der Privathaushalte? Das Erste ist natürlich, die Gewerbegebiete anzuschließen und massiv auszubauen. Bayern lebt von der Wirtschaft, hier müssen wir Feder zeigen. Aber die Wege zu den Gewerbegebieten, wenn die mal die Infrastruktur haben, ist der nächste Schritt, die Privathaushalte auch anzuschließen. Das wollen wir schon lange. Wir haben ja eine Breitbanduhr hier mal installieren lassen, die dann rückwärts lief. Hat anscheinend Impulse versetzt. Die 1,5 Milliarden, die bis 2018 da vorgesehen sind, da meinen wir, das eine tun und das andere nicht lassen, also beides. Den privaten Ausbau weiterhin fördern, aber auch den gewerblichen. Und wo es vor allem klemmt, ist in den flächenstarken, in den flächengroßen Gemeinden. Und da ist noch Nachholbedarf. Da, wo die Nachfrage stark ist, denke ich, werden die Kommunen sich an dem orientieren. Und so dass die Kommunen selber entscheiden über die Qualität, über die Prioritäten innerhalb ihrer Gemeinde. Das Entscheidende ist, dass wir von der Förderung darauf achten, dass das, was sich wirtschaftlich nicht trägt, das wird von uns mit der staatlichen Förderung aufgefangen. Und das war es auch schon wieder von Plenum TV hier bei Regio TV, liebe Zuschauer. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Servus.